Yo, Peace, Freunde, was geht? Und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist es mal kein Bros-Video oder so, sondern ein Lego Ninjago-Video. Die Lego mögen, die freuen sich mir natürlich bestimmt. Und wenn wir bei Lego sind, schaut gerne mal bei Lego Luis vorbei. Der macht nämlich viele Lego-Videos. Also wenn ihr euch für Lego interessiert, schaut gerne bei ihm vorbei. Und ja, das Set hat mich jetzt 19,99 € gekostet. Und dafür kriegt man 3 Minifiguren. Einmal das Ultra Böse, einer von den Steinzeitmenschen da. Und der goldene Drache. Aber das ganze Stück hier ist von der Legacy-Serie, also Ninjago Legacy. Und das ist das Set 70666, der goldene Drache. Und dann baue ich mal das gute Stück auf. Bis gleich. Also, so sieht das aufgebaute Stück aus. Für den Aufbau weiß ich jetzt noch nicht, wie viel lange ich gebraucht habe, weil ich habe es nicht am Stück aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon scharf gestellt ist. Wenn ja. Ja, jetzt ist es scharf gestellt. Hier unten sind die Beine, die auch sehr beweglich sind. Aber der steht gerade, deswegen will ich das jetzt da mal nicht so doll bewegen, weil er lässt sich nicht so gut bewegen. Also nicht so gut dingsen. Dann haben wir hier noch den Kopf, der sich auch. Boah, das ist ganz schön schwer mit einer Hand. Jetzt stärker nicht mehr. Hier ist der Kopf, den man auch gut bewegen kann. Hier drinnen, wenn man dann drauf drückt, kann man zum Beispiel das Ultra Böse abschießen. Das habe ich aber jetzt nicht gepackt, weil ich nicht getroffen habe. Ja, genau. Und die Flügel, das sind halt hier die Flügel. Die sehen so aus. Cool. Und das hier ist auch sehr beweglich. Wir können ja gleich mal zu den Minifiguren kommen. Und hier sind halt noch die habe ich von mir aus dahin getan, die hier reinkommen. Und der Kopf ist aus 2 Teilen. Auch sehr schön eigentlich bedruckt. Hier unten hat er halt noch so ein Zipfelchen Bart. Ich weiß nicht, ob das bei Drachen so ist, weil ich bin jetzt nicht so der Drachen jetzt da guckt unbedingt. Ich weiß nicht, ob es da auch sogar eine Serie gibt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal aufklären in den Kommentaren, ob es das gibt oder nicht. Also, hier ist der Schwanz, der auch sehr gut beweglich ist. Genau. Und jetzt stelle ich ihn nochmal ganz kurz hin und dann könnt ihr den nochmal ganz kurz im Ganzen. Also, ups. Und hier oben ist noch hier eine Flagge. Und hier ist halt noch da, wo ich es halten kann. Hier sind halt noch Schwerter und so. Und ja, ich stelle ihn mal ganz kurz auf und dann kommen wir zu den Minifiguren. Und so kann man den natürlich auch hinstellen. So, jetzt ein bisschen schwieriger, den so aufzustellen. Ich stelle den scharf. Naja. Okay, und jetzt kommen wir wirklich zu den Minifiguren. Oh, das stelle ich gar nicht scharf. Die 3 Minifiguren waren jetzt da dabei. Einmal das Ultra Böse. Das stellt ja null scharf. Okay, oder vielleicht muss das auch einzeln da stehen. Ups. Vielleicht wackel ich auch zu viel. Oh, das geht aber nicht anders. Ja, das ist ein bisschen blöd. Da stellt der null scharf. Ah, Leute. Das ist blöd. Also hier das Ultra Böse. Na, oh Mann, mir fällt hier auch alles um. So, also das Ultra Böse. Oh, das sieht eigentlich so, ich sag mal, gruselig aus. Aber
kann das halt jetzt dann nicht so gut sehen. Wenn das mal scharf stellen würde. Ja gut, das geht dann halt nicht. Jetzt habe ich die Hoffnung aufgegeben. Hier dann halt der Lloyd, der goldene Ninja. Also das ist jetzt ja nicht original. Oh Mann, das regt so auf, dass das nicht scharf stellt. Die Figuren sehen eigentlich so cool aus. Der hat hier ja, zwei Gesichter. Und die Figuren könnt ihr ja jetzt nicht richtig sehen. Das ist echt kacke. Ja. Das war's dann mit dem Video. Das hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben. Jetzt könnt's gehen, jetzt könnt's gehen, jetzt könnt's gehen, jetzt könnt's gehen, jetzt könnt's gehen. Und. Nope. Okay, bis zum nächsten Mal. Peace, haut rein. Schaut bei Lego Luis vorbei. Abonniert mich auch gerne. Abonniert Lego Luis. Und lasst da die Glocke da, ein Abo, einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und ciao.